Hallo und willkommen zu dieser geführten Meditation zur Entfaltung von Lebensfreude. Lass uns direkt beginnen. Setze dich aufrecht und gerade hin. Finde eine angenehme Position für dich und schließe deine Augen. Atme dreimal tief ein und aus. Komme nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Atmung und komme dorthin auch immer wieder zurück, wenn du abdriftest. Wie viele Meister schon teilten, das, was Schmerzen bereitet, ist es an der Vergangenheit zu hängen oder die Zukunft zu fürchten. Bist du jetzt gerade in einer lebensbedrohlichen Situation? Hilfst du dir gerade, indem du dir über etwas Sorgen machst? Sorgen sind reine Illusion und Energie- und Zeitverschwendung. Diese Meditation mit Sorgen zu verbringen, wird dich kein Stückchen weiterbringen. Warum machst du dir dann Sorgen? Hast du dir das schon mal überlegt? Ja, aus welchem Grund? Wurde es dir vielleicht beigebracht, dass das so funktioniert? Ist es vielleicht schon zu einem Automatismus in dir geworden? Atme erstmal tief ein und aus. Du bist in der Lage, deinen Kopf zu trainieren und zu wählen, ob du auf bestimmte Gedanken weiter eingehst oder nicht. Du selbst bestimmst deinen Fokus. Und das kann sich zu Beginn vielleicht unmöglich anfühlen. Doch mit deiner Aufmerksamkeit und Praxis bist du immer mehr und mehr in der Lage, loszulassen, was dich von deiner Freude abhält. Freude zu wählen ist so viel freudvoller. Erinnere dich an einen Moment in deinem Leben, in dem du voller Freude gewesen bist. Rufe dir diesen Moment in dein Bewusstsein. Und ganz besonders, wie du dich in diesem Moment gefühlt hast. Und nun lasse dieses Gefühl von deinem Herzraum ausgehend immer größer und größer werden. Stell dir vor, du hast eine Spirale, die in deinem Herzen beginnt und immer größer und größer wird. Und diese Spirale enthält die Frequenz der puren Freude. Diese Frequenz breitet sich nun auf alle deine Energiekörper aus. Lasse die Spirale immer größer und weiter kreiseln. Freude hat keine Bedingungen. Du kannst und darfst dich einfach so freuen. Hier und jetzt,
allein der Freude wegen, weil es macht einfach Freude, sich zu freuen. Fühl mal, wie die Freude in deinem ganzen Körper prickelt. Vielleicht möchtest du auch etwas lächeln oder vor dich hin kichern. Wir haben die Wahl. Das ist die Wahrheit. Du bist kein Opfer. Du wählst selbst die Geschichten, die du über dich selbst und die Realität erzählst. Das bedeutet, du selbst hast auch die Macht, diese Geschichten zu ändern. Wenn du merkst, dass dich etwas sehr aufregt, dann frage dich: Kann ich sicher wissen, dass, was ich mir denke, die Wahrheit über diese Situation ist? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass es noch andere Perspektiven gibt? Und gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass mir eine andere Perspektive zu mehr Freude und Zufriedenheit in mir verhelfen kann? Es geht dabei nicht um andere Personen. Es geht dabei um dich. Atme tief ein und aus. Wusstest du, dass du dein Herz auf positive Gefühle trainieren kannst? Und wusstest du, dass wenn du dich sorgen kannst, ohne zu wissen, was passiert, dass du dich auch freuen kannst, ohne zu wissen, was passiert? Wenn du im Vorhinein Angst und Sorgen haben kannst, dann kannst du dich auch schon mal vorfreuen. Und dreimal darfst du raten, was dich zufriedener macht. Ja, genau. Mit deiner Freude kannst du nämlich selbst die schwierigsten Situationen meistern. Freude ist wie Vertrauen. Sie braucht keine Beweise. Zuerst vertraust du und freust dich. Und dann siehst du die positiven Ergebnisse davon. Erinnere deinen Körper daran, dass es sicher ist, Freude zu fühlen. Du darfst dich gut fühlen. Du verdienst das. Atme dieses Wissen tief in deinen Körper. Du darfst dich gut fühlen. Du darfst dich freuen. Finde nun eine Situation in deinem Leben, über die du dich gerade beschwerst oder die dir Sorgen bereitet und wo du einfach schwarz siehst. Und nun male dir aus, wie sich diese Situation auf zauberhafte Weise zum Guten wendet. Anstatt weiter schwarz zu sehen, sehe bunt und sehe dich so glücklich, wie du nur irgendwie kannst. Probier das, ich gebe dir etwas Zeit.
und nun beobachte dich selbst dabei. Driftest du dabei vielleicht wieder in deine alten Stories ab? Gibt es vielleicht einen Teil von dir, dem es einfach Freude bereitet, alles schwarz und düster zu sehen? Ja, glaube mir, auch das ist Teil des Menschseins. Es gibt diese Anteile in uns, die ihre Dramen und dunklen Geschichten lieben. Also sende diesem Teil in dir nun Liebe und wähle, dich ein bisschen mehr zu freuen und bunt zu sehen. Du verdienst es. Einfach so. Ohne irgendetwas dafür zu tun. Nimm noch einmal ein paar tiefe Atemzüge. Und dann bringe etwas Bewegung in deinen Körper. Komme zurück in dein Hier und Jetzt. Und öffne deine Augen. Na, wie fühlst du dich jetzt? Wähle einfach Freude, Freude und Freude. Allein weil es so viel Freude bereitet. Wähle es, Geschichten über dein Leben und in deinem Kopf zu schreiben, die dich erfreuen. Und du wirst sehen, wie sich dein Leben in kurzer Zeit transformieren wird. Wenn du dich heute beim Schwarzmalen ertappst oder im Kopf Geschichten schreibst, die dir keine Freude bringen, dann drehe die doch einfach mal um. Und schaue, was passiert. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation zur Entfaltung von Freude. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir einen freudvollen Tag, eine freudvolle Woche, ein freudvolles Leben. Bis morgen.